Was geht ab, Mano Z-Fighter? Osiris hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Was machen wir heute? Es gibt ein Summoning-Video. Es gibt ein Summoning-Video nicht zu Ultimate Gohan, nämlich zu den Hybrid Saiyan. Warum zu der Hybrid Saiyan-Kategorie, zu den Banner? Zuallererst, ob ihr das summonen solltet? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein Kategorie-Banner. Was sind Kategorie-Banner? Das sind quasi, in den Banner sind die Charaktere gefeatured, die in der Kategorie, des momentanen Kategorie, die das sind. Das ist in dem Fall Ultimate Gohan. Heißt, das ist ein Hybrid Saiyan Kategorie-Banner. Aber zudem sind dann auch eben quasi alle LRs in dem Banner. Und deswegen gebe ich dem ganzen Versuch. Und auch die ersten drei Multisam sind für 30 Dragonstones. Und es ist ein garantierter SR-Banner, heißt, ein gefeaturter SR ist garantiert pro Multi-Summon. Ja, aber dennoch ist kein Muss, Leute, ist wirklich kein Muss, da zu summonen. Es sei denn, ihr habt wirklich Ultimate Gohan als, sag ich mal, jetzt so ein Kategorie, den ihr unbedingt spielen wollt, den ihr gerne spielen wollt mit seinem Team und euch fehlen Kategoriekarten eben von seiner Kategorie Hybrid Saiyan, dann könnt ihr da ganz klar mal einen Versuch geben und summonen. Wie gesagt, garantiert SR-Banner, der letzte wird immer garantiert sein, gefeaturter. Von allen SSRs wirklich der hier sehr, sehr gut. Er hat ein Awakening bekommen. Abzock geskippt. Aber er wird zum einen sehr, sehr guten Supporter. Wir schauen uns das Ganze mal kurz genauer an, was er genau macht. Aber es war, glaube ich, dass er jedem Verbündeten 35% auf Angriff und Verteidigung gibt. Und das ist sehr, sehr viel. Das ist wirklich gut. Das ist im Prinzip ein sehr guter Hybrid-Saiyan-Kategorie-Leader in einem Hybrid-Saiyan-Team, ein Physisch-Team, Hero-Team. Okay, steht hier leider nicht dran, aber es sollte so sein. Und die Medaille bekommt ihr von dem Hero Extermination Plan Event, was am Wochenende online ist. Alles klar. Gut, schauen wir uns kurz den Banner-Inhalt an. Aber wie gesagt, Leute, es gibt wirklich attraktivere Banner. Zumal Ultra Instinct Goku, der von Ultimate Gohan. Nur werde ich den ganz auf jeden Fall Versuch geben, nicht weil ich Hybrid Saiyan Kategorie Charaktere brauche, sondern eher um mal einen Versuch. Ja, drei Mutlisam, Chance auf den LR, das will ich mir nicht entgehen lassen quasi. Aber er ist wirklich sehr, sehr gut, wie gesagt, an Awakening bekommen. Er hat auch ein Awakening, ist gar nicht mal so schlecht. Ist wirklich ein guter Agility-Supporter. Warum habe ich gelacht? Ich habe ihn so oft schon gesehen wegen Agility-Banner. Die Leute wissen, was ich meine. Margin Summon. Er ist kein Muss. Der ist gar nicht mal so schlecht, bin ich ehrlich. Das ist gut. Und er ist auch gut. Ansonsten, Pan, okay, kann man auch mitnehmen auf jeden Fall. Guter Tank. Und ansonsten eben die, sehr viele SR gefeatured. Naja, das wird dann heißen, wahrscheinlich werden sehr viele SR-Charaktere regnen in den Summon, weil die gefeatured sind eben. Aber, schauen wir uns mal an. 1, 2, 3, 5 Pots waren es, glaube ich. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Erster Multi-Summon, let's go. Ja, wird ein Crack-Stream, ganz klar, weil einer garantiert ist. Aber darüber hinaus ziehen wir weitere Charaktere außerhalb den gefeaturten, den letzten garantierten. Also, wenn ihr Multisummon macht. Oh, okay, wir ziehen ein. Nicht gefeatured. Leute, nicht gefeatured. Das wäre eine Chance auf ein LR. Da fängt schon wieder an. Hashtag nicht gefeatured. Nee, pro Multisummon ist, wie gesagt, schon des Öfteren. Aber damit es für jeden eindeutig einleuchtend ist, ist der allerletzte SSR der garantierte. Und wenn ihr schon davor ein SR zieht, heißt, ihr bekommt dann quasi noch weitere SSR in dem Banner. Zumal zumindest den letzten. Das werden wir aber gleich sehen. Alright, Freezer, Chaozu und ich glaube, dann wird es der letzte eben sein. Ah ne, okay, kommt noch ein Chaozu back to back, alles klar. Und Pan, okay, Pan hatte ich nicht, nehme ich mit, warum nicht? Ist ein guter Tank, glaube ich, Mann. Nämlich alles durch, diese Zerzen ist auch gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Hat auch ein Awakening, aber ja, das ist nochmal was anderes. So Charaktere nutzt man selten. Okay, Death plus 30%, wenn sie ultet. Attack und Death. Ne, Attack plus 50%, Death plus 100% für 7 Runden. Also nicht schlecht, weil ich mal ein Super Strength Charakter fehlt. Oder ein Tank. Nicht schlecht, rein mit dir. Kommt sogar Angriff Boost. Okay, okay, interessant. Aber ab zum zweiten Multi Summon. 1, 2, 3, 4, 5 Pots again. Diesmal gehen wir Super Saiyan Rainbow. Zack, raus damit. 1, 2. Super Saiyan 2, aber wir wissen, okay, einer ist garantiert. Alright, aber Leute, da müsst ihr euch wirklich gar keine Hoffnung. Also, was heißt Hoffnung? Hoffnung hat man immer, so wie ich gerade. Warum mache ich den Banner? Wegen LR Pull. Ganz klar, Hoffnung auf LR Majin Vegeta. Immer wenn eine Chance da ist, will ich sie auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Aber die Rates sind also wirklich unter aller
also Anteile würde quasi. Das sind die normalen LR-Rates, sie haben keine erhöhten Rates oder so, 0,02, 0,01, eigentlich aber 0,02 bis 0,03%. Und ja, nicht, man muss den Versuch einfach geben. Zumindest, ja. Aus meinem Standpunkt aus. Alright, aber sieht so aus, als würden wir nur den letzten Gefischerten ziehen, oder? Ja, aber da sehen schon, die SR, die regnen, ne? Aber die Chunks und der Goten SR, den wir gerade gesehen haben, schon öfters, kann man zum SR wecken, zum Archerware von Gotenks werden mit den Gotenks Medaillen. So ein Goten, okay. Hatte ich. Aber ja, gut, nehme ich an. Er ist wirklich, sag ich mal, auch. Also ist wirklich nicht schlecht, sag ich mal. Er ist nicht schlecht. Spiel Damage Race Attack um 20%, okay. Hat eine hohe Chance, 40% Chance Reduction, auf eine, also hohe Chance darauf, und bekommt 80%, okay. Aber der Dude hat noch kein Awakening. Nee, der hat noch kein Awakening, alles klar. Dann on to the last Multisummon, Leute. Der letzte Multisummon in dem Kategorie Banner. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr in irgendeinem Banner eure Wahl mitmachen, gerne Group Summon, dann mir eure Sachen auf jeden Fall einschicken, was ihr gezogen habt. Wenn ihr wirklich was Geiles gezogen habt, vielleicht hat ja irgendjemand, der mitgezogen hat, ein Group Summon, ein Ella gezogen, dann haut das raus auf Twitter, @dokanbattle.de oder bei mir auf dem Discord-Server. Also, Rainbow, 3, 2, 1, go. Okay, wir sind Super Saiyan gegangen. Super Saiyan 1, 2. Super Saiyan 2. Alright. Fangen an mit Bowser. Oh, okay, noch ein Goten. Okay. Ja, Dupes. Ja, das ist so quasi Dupes. So. Ja, bei mir ist so mein Samson so Hashtag nicht gefeatured, die meisten. Und einfach nur Dupes. Egal was, Hauptsache Dupes. Macht nichts, nehmen wir auf jeden Fall an. Nehmen wir auf jeden Fall an. Haben wir noch einen Cell hier, Cell Junior, Tiny Terror, Yamcha. Dodoria, ich überlege gerade, ob ich den physischen Super Saiyan Gohan habe. Also wenn ich den bekommen würde, wäre echt nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe einen. Der seinen Awakening bekommen hat. Okay, das wird der letzte wieder und der letzte ist... Oh. Ich habe so viele von ihm gesehen, aber ja. Sei es drum, nehmen wir an, nehmen wir an. Kein Thema, kein Stress. Haben unsere 2 SR nochmal gezogen. Ja. Wie gesagt, man muss den ganz einfach einen Versuch geben. Entweder droppt dann Ella oder nicht. Aber nach diesen 3 Steps, Leute, sind dann die Multisummon regulär 3x50. Also ihr seht es hier. Genau. Genau. Aber die SR ist immer noch trotzdem ein gefeaturete SR garantiert pro Multisummon, Leute. Pro Multisummon, hier steht es dran. Alles klar, Leute, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Subscribed, also abonniert, falls ihr neu da seid. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Tage. Wir sehen uns. Peace.